Also tief beeindruckt, was der Veranstalter hier auf die Beine gestellt hat, mit den vielen Leuten, mit den tollen Autos. Und es ist also ein echtes Fest für Oldtimer-Fans, muss ich sagen. Also wirklich toll. Ich kann mich gar nicht satt sehen, die ganzen Autos. Also ich genieße jede Minute, wo ich hier bin. Das ist der Wahnsinn. Solitude Revival, für mich das zweite Mal, das letzte Mal vor 7 Jahren hier, aber es ist mega viel Besuch, richtig Andrang, man merkt, dass die Leute richtig den Veranstaltungen entgegenfiebern, die Autos sehen wollen, auch die Fahrer sehen wollen, ganz ehrlich zu sein, merkt man auch. Und es ist einfach toll, die Faszination Auto und vor allen Dingen auch Faszination Porsche, 50 Jahre RS-Jubiläum, das ist greifbar. Ich bin jetzt gerade den Porsche 356 Abarth gefahren. Wir haben Sprung in die Vergangenheit, ganz andere Technik, ganz andere Fahrweise, aber für mich ganz, ganz viele neue Eindrücke. Klar muss man sich ein bisschen zurücknehmen bei so einem Auto, aber es macht mindestens genauso viel Spaß. Ja gut, dadurch, dass wir natürlich nicht jetzt hier am absoluten Limit fahren, ist das alles recht entspannt und locker. Aber die Strecke ist super anspruchsvoll, gerade das Madental mit den schnellen Kurven, langgezogene Kurven links, rechts. Das macht megamäßig viel Spaß und das da merkt man auch einfach, dass früher die Rennstrecken dann doch noch einen Tacken gefährlicher waren und noch deutlich anspruchsvoller als heutzutage sind.